Ja, da bin ich auch schon wieder, würde ich sagen, weiter geht's mit Pikmin 2 HD auf der Nintendo Switch. Wir haben jetzt am letzten Part die Schulden beglichen, das heißt, wir haben jetzt 10.221 Cash und sogar den Abspann gesehen. Aber das Game ist natürlich noch lange nicht vorbei, wir haben auch ein neues Gebiet freigeschaltet. Oben rechts an der Ecke wäre das Land der Verheißung, wo wir natürlich auch demnächst irgendwann noch hinschauen werden. Wir gehen aber erstmal wieder zurück ins friedvolle Tal in diesem Part. Weil wir haben in der Grenzlandhöhle ja immer noch den Boss, diesen einen Schatz, würde ich sagen, den können wir rausholen. Und noch eine weitere Höhle sogar, plus weitere Schätze natürlich an der Oberfläche. Ich würde aber sagen, erstmal schauen wir wieder zurück, weil der Boss, der ist auch ein bisschen härter. Wir haben auch noch ein paar Pikmin über, zumindest vom Ende des letzten Parts. Wie wir sehen, unser Raumschiff ist jetzt auch Gold. Und er ist jetzt auch mit dabei hier. Mega cool, er wollte ja mitkommen. Herr Präsident, Sie sind angekommen. Meine Scans zeigen an, dass dieser Planet immer noch mit Schätzen beladen ist. Wir werden Hogwarts Fright zum goldenen, unbestrittenen König der Weltall-Langstrecken-Transportunternehmen machen. Ja. Und dann wird jeder prunkvoll in Gold erstrahlen, so wie ich. Warte mal, ich muss Sie darauf hinweisen, größtmögliche Sorgfalt walten zu lassen. Um unseren Präsidenten weder zu beleidigen noch in Gefahr zu bringen. Nun, wo könnte sich Louis befinden? Ich mache mir Sorgen. Sie dürfen keine Zeit verlieren, ihn zu finden. Ach, Louis ist im Moment übrigens okay. Aber haben den Präsidenten jetzt sogar so und können ihn hier sogar mitnehmen und steuern. Nice. Mega cool. Da kann ich mich auch gar nicht mehr dran erinnern an damals hier allgemein. Dass man hier sogar den Präsidenten jetzt hat. Aber mega cool auch, dass unser Raumschiff jetzt so Gold ist hier. Oh, sehr cool. Und Louis muss erst wiedergefunden werden irgendwie. So lange haben wir anscheinend den Präsidenten mit. Aber mega cool, dass wir ihn hier jetzt so steuern können. Ich würde sagen, erstmal nehmen wir natürlich alle wunderschönen Pikmin mit. Von den blauen haben wir nur 6. Ich lasse aber einen, würde ich sagen, immer drin. Von den gelben haben wir auch nur einen, okay. Von den roten haben wir ein paar mehr. Ja, ich würde sagen, wir gehen wieder zurück in die Höhle, weil da ist ja noch der Big Boss. Die große Raupe, die uns ja platt gemacht hat, einmal im letzten Part. Ich muss sagen, hart. Mega hart. Lilan wir auf jeden Fall alle mit. Die brauchen wir auf jeden Fall. Und natürlich die Weißen, würde ich sagen, nehmen wir auch alle mit. Da lassen wir auch keinen Einzel drin oder so. Dann steuere ich natürlich erstmal den Präsidenten hier. Okay, 80 Pikmin haben wir mit. In der Höhle könnte man noch schauen, dass man dort wieder schaut, dass man ein paar rote in die lilanen Blumen reinschmeißt und so. Aber wo ist Louis dann jetzt? Also Louis ist irgendwie verloren gegangen, okay. Ich denke mal im letzten. In der letzten Welt, ne? Im Land der Verheißung irgendwie, oder wie die hieß. Dass man da irgendwie zu finden ist jetzt. Aber wie gesagt, ich möchte natürlich erstmal den Boss haben, die Höhle haben. Und dieses Gebiet natürlich auch, da gibt es dann noch eine weitere Höhle. Schauen wir hier natürlich erstmal weiter. Trotzdem mega cool. Mit dem Präsident hier. Haben die überhaupt alle hinterher? Ganz schön lahm. Ich würde sagen, einmal durch. Hier nur gleich aufpassen mit dem Steinkäfer hier noch. Ah nein! Es hat dann tatsächlich da hinten noch welche angefackelt, ey. OMG! Der Fels ist mega gefährlich. Nicht wahr, oder? Jetzt haben wir hier tatsächlich ohne Ende Pikmin verloren durch den Typen, ey. Weil ich die alle da reinlenken musste. Ich wollte eigentlich schnell zur Höhle, das wäre glaube ich nichts. Ich würde sagen, einmal kurz auf ihn da drauf. Zum Buschen. Okay, die Gegner nerven natürlich extrem rum hier. Man könnte natürlich schauen, dass auch ein paar vermehren. Oder halt erstmal die Schätze an der Oberfläche machen. Wäre natürlich auch möglich. Das war jetzt nicht geplant. 66 Pikmin über. Ich muss erstmal schauen, dass ich wieder ein paar vermehr alle drauf war. Aber ich würde sagen, wir gehen trotzdem gleich in die Höhle, weil ich möchte den Boss haben.
glaube ich, hier nur ein paar verloren, das heißt, produzieren ein paar neue. Ey, hier müssen wir einen mit den roten drauf, ne? Mega gefährlich. Vor allem er da mit so einem Stein hier, Moment. Er schmeißt schon wieder, nein. Kann man schon flüchten. Die Gegner sind wirklich nervig mit den Steinen hier, oder? Die Metzeln ständig ohne Ende picken und weg, wenn man gerade nicht aufpasst. Ah. Der Stein rollt natürlich trotzdem weiter, ne? Gut, zumindest haben wir jetzt ein paar, die wir vermehren können. 66 wieder, okay. Dann würde ich sagen, nehmen wir 100 mit, wir hatten eben eh nur 80. Hier ihn noch schnell weghauen. Und an der Oberfläche, wie gesagt, sind auch noch Schätze ohne Ende eigentlich. Können wir natürlich auch schauen. Gut, nehmen wir zumindest hier erstmal die ganzen Sachen mit. Und hier ihn. Dann würde ich sagen, haben wir eigentlich erstmal wieder genügend, oder? Hier ihn noch mit ran. Ja, schleppen wir die einmal weg, da haben wir gleich wieder ein paar mehr. Das passt. Die ganze Kolonie hier fleißig am Arbeiten. Ich möchte aber unbedingt so schnell wie möglich eigentlich den Boss platt machen. Damit ich den hinter mir habe. Ja, Story-Finale, was heißt Story-Finale? Das Main-Story-Finale haben wir hinter uns, da die Schulden ja beglichen sind. Aber das Game natürlich noch lange nicht beendet. Ja, mal alle pflücken, da sich gerade hinten, können wir auch nochmal schleppen. Und die anderen kommen noch, ne? Ein paar waren noch unterwegs. Und mit erstmal weiter pflücken. Ich denke mal auf jeden Fall, Louis ist dann schon im letzten Gebiet, was wir jetzt dann neu freigeschaltet haben durch den letzten Part. Dass er dort irgendwo ist und dort können wir den dann retten irgendwie. Aber trotzdem cool, dass man hier mit dem Präsidenten rumrennt. Und die Schuld beglichen hat. Okay, wenn man alle Schätze hat und alles drum und dran zu 100%, kann das sein, dass wir dann auch so einen goldenen Raumanzug haben, wäre auch cool. Weil er sagte irgendwas, dann werden wir alles in Gold erstrahlen. Okay, ihn noch mit rein. Ja, wir haben übrigens 100 Pikmin im Moment draußen. Und da kommen auch schon die nächsten. Das heißt, einmal mithelfen. Ah, er schleppt das zum Blauen. Das ist gut. Blaue brauchen wir eigentlich ja sowieso in der Höhle. Ich würde aber sagen, ich renne dann wieder durch. Die Sublevel mache ich natürlich nicht erneut. Die ganzen Gegner und so. Nur halt so lilane Pigment wäre ganz gut, dass man die dann ein bisschen neu produziert. Achso, ich müsste erst wieder ein paar reinhauen. Ne? Nehmen wir mal ein paar rote rein wieder. Ja, passt. Die blauen raus. Ich sehe gerade, drei können raus, okay. Aber wir sagen, so haben wir wenigstens 100 statt 80. Das wäre ganz gut. Sebastian schrieb er doch im letzten Part, der Boss ist easy. Also ich finde den hart. Ich finde den, glaube ich, sogar zu hart. Wenn wir den diesmal jetzt nicht schaffen, dann muss ich schauen. Dann könnte man natürlich schauen, dass wir hier an der Oberfläche erstmal vielleicht die Schätze noch holen. Oder zur nächsten Höhle gehen. Wir müssen nur genügend Lilane haben, ne? Heißt, in der Höhle wieder ein paar Lilane produzieren. Kurz warten. Das.
Kommen ganz schön langsam hinterher. Aber mega cool. Somit können wir jetzt immer schön mit dem Präsident hier rumrennen. Und er ist auch wieder neu hier. Den können wir noch schnell platt machen. Mega gefährlich. Und somit alle 100 mit. Und erneut ein drittes Mal zurück in die Höhle. Muss ich nur schauen, bei einigen Ebenen gab es ja diese lilane Pflanze, Blume. Da schnell die Pikmin wieder rein. Also die roten, würde ich sagen. Einmal wieder umwandeln. Und so schnell wie möglich zum Boss. Übrigens, das Teil hier ist jetzt auch in Gold. Wie man hier oben sieht. Nice. Was aber nicht nice ist, dass der Käfer da direkt liegt. Ist nicht wahr. Komme ich da so durch, ohne dass die anderen jetzt angegriffen werden. Und dann ist er hier auch noch, oder wie? Oha. Er ist gerade gar nicht gut positioniert. Wir kommen rein in die Höhle. Und er ist auch gefährlich hier mit seinem Gift. Und weckt ihn auf. Ist nicht wahr. Einmal alle rumlenken und mitnehmen. Auch eigentlich am besten alle 100 Pikmin hier, ey. Ich würde sagen, einmal schnell durch. Und ist hier hinten so rum. Ist nicht wahr. Ich würde sagen, lieber schnell drauf. Ein Pikmin sogar schon direkt verloren hier. Die Höhle ist vorne rechts, sehe ich gerade, okay. Wenn ich die jetzt hinstelle, haben wir schon durch. Haben wir die 99, ja. Wieso waren die Käfer gerade so komisch positioniert direkt? Die Höhlen sind auch mal randommäßig immer ein bisschen unterschiedlich, wie ich schon im letzten Part bemerkt habe. Die werden irgendwie immer neu generiert. Ganz anders als bei Pikmin 4. Okay, hier würde ich sagen, können alle direkt stehen bleiben. Einmal durch. Vor allem er hier, ey. Mit seinem Stein. Ja, somit auf zu Sublevel 3. Wir müssen noch schauen, wie gesagt, dass wir ein paar Lila noch produzieren. Ah, die letzte Ebene könnte wieder hart werden. Ich renne auch, glaube ich, nicht mit allen Pikmin auf einmal dahin gleich, wenn wir beim Boss sind. Am besten nur so die lilanen irgendwie. Hier können wir noch weiße machen. Okay, weiße sind im Moment nicht ganz so wichtig noch. Erstmal alle hinstellen. Kann man hier noch lilanen machen? Ne, hier wäre aber Nektar, sehe ich gerade. Nektar ist eigentlich gut. Moment. Also einmal auf ihn drauf. Zumindest Nektar schlürfen. Einmal aufgelutscht. Und stehen lassen, würde ich sagen. Höhlenausgang ist hinten rechts. Okay. Heißt auch schnell wieder durch. Ja, mal schauen, ob wir in diesem Part den Boss schaffen. Wie gesagt, wenn nicht, müsste ich schauen, dass ich erstmal in der Oberfläche die Schätze dort weghole. Da sind auch noch ein paar. Und erstmal so den Weg zur nächsten Höhle-Ebene, dass wir da irgendwann auch hin können. Somit erstmal Sublevel 4. Ich würde sagen, alle erstmal wieder stehen lassen.
Ah, hier haben wir die Elektroebene und den ganzen Elektrokäfer, ne? Und unten ist Ausgang. So, einmal schnell durch. Mega gefährlich. Somit immerhin Sublevel 6 war es jetzt, glaube ich, noch. Ne, 5, okay. Das heißt, die nächste Ebene, dann noch die siebte. Bei der siebten können wir wieder schauen. Ah, ne, hier. Das ist die Ebene, genau. Da können wir wieder schauen wegen den Lilanen. Haben wir schon die Blume. Na, hier. Ich würde sagen, nur die roten. Haben wir schon vermehren. Und, ja, blaue würde ich sagen auch nochmal schnell, das passt. Na gut, weiße würde ich sagen, wenn wir schon dabei sind, ich hier auch nochmal schon ein paar weiße machen. Sollte passen. Nur rupfen. Und dann eigentlich gleich direkt weiter zur nächsten Ebene. Alle stehen lassen. Ich muss irgendwie immer noch sagen, der zweite gefällt mir immer noch am besten irgendwie. Der vierte ist zwar auch cool, aber der zweite... Also auch damals schon fand ich den zweiten eigentlich immer am besten irgendwie. Und hier die Gegner würde ich sagen, lassen wir. Verlieren wir nur wieder Pikmin. Was, wenn du weitergehst, bleiben alle Pikmin-Keime zurück. Also nee, Moment. Pikmin-Keime, wo sind noch welche? Die weißen, glaube ich, noch. Ah, hier, ja, stimmt. Die weißen haben wir gar nicht gerupft. Waren einmal mit dem Präsidenten. Okay. Das heißt, jetzt können wir weiter. Und es bleibt auch keiner zurück. Ich glaube, es hat Level 7. Müsste man schauen, ob man dort auch noch welche vermehren kann, aber ich glaube nicht. Also lila, ne? Ich werde auch, glaube ich, erstmal nur den Boss mit den Lilanen machen. Ah, er wieder mit seinem... Er spuckt jetzt nicht, oder? Nein. Geh weg, ey. Ich mag diesen Gegner überhaupt nicht. Das heißt, erstmal ein paar drauf. Wenn man da abgelenkt ist, noch mal ein paar drauf und bloß schnell alle mitnehmen. Ah, nein, direkt wieder ein paar 20 Pikmin weg, ey. 19. Ich mag den Gegner überhaupt nicht. Mit 80 Pikmin, okay, haben wir noch. Wieso muss er auch so hier positioniert sein an der Stelle? Ah, ich sehe gerade, Moment, er ist ja auch wieder hier, der Käfer da, ne? Das heißt, da kriegen wir ein paar neue Pikmin wieder zu, das passt. Werden auch wieder 10 Stück immerhin. Ja, passt. Ne, er hat nur einen gehabt. Hä, warum hat er nur einen gehabt? Sonst hat er immer 10 im Schlepptau gehabt. Jetzt haben wir nur einen einzigen Käfer-Pikmin bekommen, okay. Hart. Sonst waren es aber 10. Ja, direkt weiter. So, mit 18 Pikmin verloren. Auf der Ebene könnte man nochmal schnell schauen. Sublevel 7, ich bin nicht sicher, ob da jetzt eine lila Rose ist. Ja, Rose, Blume. Wäre schon ganz gut. Also weiße sehe ich gerade da hinten. Wäre... Hier noch ein paar Punktkäfer natürlich, war klar. Dann erstmal drauf da. Also wir könnten weiße machen, aber nur weiße, glaube ich, okay.
Ne, weiße brauche ich eigentlich nicht. Ich würde sagen, lasse ich die so. Der Ausgang ist ganz da hinten. Moment. Ich mal lieber stehen lassen. Und hier die ganzen Käfer. Sehr gefährlich. Gut, somit auf zum letzten Level in der Grenzlandhöhle wieder zum Big Boss. Ich hoffe ja, dass wir den schaffen. Ich nehme, wie gesagt, zum Anfang erst nur die Lila mit. Lass den anderen, einen von den anderen dort stehen mit den anderen Pikmin. Und greife dann erst nur mit den Lila an, würde ich sagen. Weil die sind eigentlich am besten, glaube ich, für den Boss hier. Okay. Ich hoffe ja, dass ich die hier so stehen lassen kann. Müsste aber eigentlich noch. Einmal aufteilen. Ja, mit Olli mache ich hier die. Und mit ihm die ganzen anderen hier nehmen. Ja, dann könnte ich gleich wechseln, schauen, immer hin und her wechseln, genau. Okay. Da kommt schon der erste hier. Ja, pass. Also mit den Lilanen sollte das eigentlich ganz gut klappen. Weil die stampfen die auch ganz gut weg. Hier sieht man auch, okay. Hoffe nur, dass die Taktik aufgeht. Beim Boss hier gleich. Na, da ist direkt einer gestorben, glaube ich eben. Naja. Kommen alle schön hier mit rum. Hammer drauf und wieder mit wegpfeifen. Na, direkt gerade, glaube ich, wieder ein Pikmin weg, ey. Mega nervige kleine Viecher hier. Okay, jetzt einmal hinten schnell ran. Kann man eigentlich ganz gemütlich arbeiten. Wenn wir welche brauchen, können wir die anderen gleich holen von hinten. Hä? Nein! Nicht wahr, oder? Ich habe hier gerade direkt alle Leder verloren, ist nicht wahr. Das geht mal gar nicht. Direkt die ganzen Lilanen weg. Super. Dann nehme ich erstmal die 35 roten hier. Hoffe nicht, dass die anderen irgendwie aufgeknabbert werden, aber glaube eher nicht, ne? Hier ist noch ein bisschen Nektar. Klar, die hauen gerade alle dort auf alle mal drauf. Und hier auch wieder sehr, sehr nervige Viecher. Gut, jetzt müsste man schauen. Eigentlich schnell hinten hin. Ein paar drauf und die anderen hier drauf. Einmal alle wegpfeifen. Und weiter drauf. Ah ne, wenn er rollt, geht das gar nicht, okay. Das ist natürlich gut zu wissen. Und jetzt wieder drauf. Also erst, wenn er wieder so steht und nicht mehr rollt, dann kann man weiter drauf fahren. Okay. Schnell wegholen. Ah ne. Ja. Der Kleine ist wirklich nervig, oder? Und weiter drauf. Ich sehe gerade, wir haben ihn schon über die Hälfte. Okay. Das ist eigentlich mega cool. Das heißt, wir sollten ihn eigentlich schaffen. Und weiter drauf wieder. Ja, easy. Dann haben wir ihn sogar gleich. Ich würde sagen, die Taktik ist sehr, sehr gut. Außer, wenn er jetzt nach rechts gerollt wäre, wäre das gefährlich gewesen. Okay, schnell drauf. Und wir haben ihn. Nice. Mega, mega nice. Wir haben ihn tatsächlich geschafft. Hätte ich nicht gedacht. 43 Pikmin sind noch über. Und der Schatz ist so ein Kinderschuh anscheinend. Wow. Überlastung der ölfaktorischen Sensoren.
Die Damen erreichen das äußerste Gestanklimit. Der Gestank muss von diesem Objekt ausgehen. Ja, war auch die ganze Zeit in ihm drin, oh, das Teil. Okay, krass. Wir haben ihn tatsächlich geschafft. Mega cool. Ich muss auch nur die anderen Pikmin holen. Die kleinen Viecher kommen dann nicht mehr, ne? Die wurden auch vom Boss produziert. Also wir können schnell nochmal hinten hin. Mega cool, wir haben ihn geschafft. Das ist ein mega Highlight. Und 43 Pikmin über. Gut, dass ich die hier noch in Sicherheit gebracht habe. Gut, man muss auch schauen. Also wenn er rollt, natürlich immer die Pikmin wieder wegpfeifen. Und wenn er nicht rollt, schnell hinten dran. Nur die kleinen Viecher, die er produziert, die können die kleinen Pikmin von uns ganz schön schnell... ja, eliminieren, wie wir im vorletzten Part auch gesehen haben. Der war so im letzten, glaube ich, noch. Hier nochmal schnell Nektar schlürfen. Ich würde sagen, pass. Jetzt haben wir fleißige Pikmin hier. Boah, kriegen wir gerade so weg beide, okay. Sei denn, hier kommt noch irgendwas Unerwartetes. Na, ist aber nichts, okay. Gut. Das heißt, wir haben endlich die Höhle auch komplett dann. Mit dem Boss. Highlight. Die kommen also runter, okay. Ah, schleppen das hier so runter, okay. Mal gucken, was es an Wert hat. Immerhin 100. Name, abstoßender Fortsatz. dieses Objekt verfügt über Luftpolster unter seiner Oberfläche. Es eignet sich hervorragend für die Stiefel, die ich gerade anfertige. Okay. Verarbeitung abgeschlossen. Nanoverarbeitung der... Blinkstiefel durchgeführt. Ich glaube, unser Raumanzug ist dadurch auch verbessert, dann ist okay. Durch zirkulierende Luft oder den Sohlen wird der Luftwiderstand aufgehoben. Sie können sich schneller bewegen und sie werden durch die nasalen Attacken des Rüssel-Aelios nicht mehr fortgeweht. Okay, auch cool. Also schneller bewegen können wir uns auch dadurch und so. Mega cool. Das heißt, Raumanzug wurde verbessert. Ja, man sieht auch, nice. Ich bin jetzt viel, viel schneller unterwegs. Das ist sehr cool. Das passt. Das ist ja wesentlich geiler. So rennt man ja eigentlich so gesehen durchs Game, kann man sagen. Okay, nur noch schon hoch. Höhle haben wir fertig. 100% endlich. Ich muss sagen, das war kein Boss für mich. Den mochte ich auch schon in den anderen Teilen nicht. Den großen Wurm hier. Weiß gar nicht, wie der heißt. Müsste man in der Piklopädie gucken. Ja, einmal mit Geysir direkt raus. Dann könnte man die restliche Zeit des Parts nutzen, um im friedvollen Tal oben an der Oberfläche natürlich den Weg zur nächsten Ebene so ein bisschen schauen und die Schätze natürlich mitnehmen an der Oberfläche. 58 Pikmin leider wieder verloren. Aber Höhle somit auch komplett, was mega cool ist auf jeden Fall. Ja, speichern auf jeden Fall. Somit können wir, wie gesagt, gleich zurück. Also sind ja sogar direkt zurück. Der Tag ist ja noch gar nicht rum, ne? Ich finde das mega cool, dass das Raumschiff so gold ist. Endlich Schulden abbezahlt. Seit dem letzten Part. In 42 Pikmin. Aber immerhin, jetzt können wir ganz gemütlich die restlichen Schätze holen. Weitere Pikmin vermehren. Hier ist zum Beispiel so ein... Ich finde das mega cool, dass wir so schnell unterwegs sind jetzt. Das hat was. Dank dem Boss. So, dank dem Stiefel, dem Schuh. War mega nerviger Boss. Wie gesagt, die Höhle war jetzt eigentlich die krasseste. Wir waren jetzt, das ist ja schon der dritte Part, wo wir in der Höhle unterwegs waren. In der Grenzlandhöhle.
Ah, hier oben, hier war glaube ich auch noch irgendwo so, hier oben so ein Vogel irgendwie da. Und den möchte ich jetzt nicht machen. Sterben nur wieder ohne Ende. Dann pickt man hier. Okay, Schätze waren da sogar ein paar mehr hier noch überall. Ich meine, ich sehe gerade, unten sind noch ein paar Quallen, beziehungsweise Quappen, Kaugelquappen hier. Lieber schnell drauf. Mega gefährlich. So, können wir immerhin erstmal so ein paar vermehren. Die blauen brauche ich eigentlich noch, ne? Moment. War hier nicht noch einer? Ne, war nur der eine. Okay. Also links rum ist sogar noch eine Ecke, wo wir auch noch gar nicht richtig waren. Da ist halt genau das Wasser da rechts. Hier müsste ich wieder mit dem Blauen eigentlich arbeiten. Und der Rote ist nicht wahr. Wieder ein Pikmin, leider ertrunken. Gar nicht gut. Nimm mal kurz die Blauen mit. Kaulquappen lasse ich mal kurz. Genau, und ah, okay, und hier ist er hier, der Obermacker. Auch noch mit Feuer. Ärgerlich ist mit dem Blauen, wie soll ich den dann machen? Die Blauen fackeln dann weg, oder? Ich kann die jetzt gar nicht so draufhauen. Oder zum Wasser locken. Müsste man nur die Kleinen hier weghauen. Also er hat auf jeden Fall einen Schatz in sich drin anscheinend, okay. Ich würde sagen, erstmal kurz zurück mit Olimar. Mit ihm können wir kurz hier stehen bleiben. Auch die anderen Pikmin. Ja, ich glaube, dann müsste man erst ins Wasser locken und dann könnte man auf ihn drauf. Muss natürlich ohne Ende blaue mit haben. Hier noch schon rupfen. Und ich sehe gerade oben, der Tag endet auch gleich schon wieder. Übrigens unser 18. Tag im Game. Okay, schnell die blauen mitnehmen. Aber mega cool, wie schnell man jetzt unterwegs ist mit den neuen Schuhen. Das heißt, es hat sich gelohnt, den Boss zu machen. Nur die Pikmin kommen nicht so schnell hinterher. Brauche irgendwie ganz schön lange immer. Och nö, gleich schon wieder Sonnenuntergang. Ich wollte jetzt eigentlich gerade genau zu ihm hin. Ihn platt machen mit dem blauen. Ich will natürlich noch mal kurz schauen, ob das funktioniert. Wenn die nicht so lahm werden. Gut, hier noch mal ganz kurz aufteilen. Ich muss da nur mit Olimar schnell die anderen nehmen, damit die in den 10 Sekunden jetzt nicht sterben. Und mal schauen, ob man ihn ins Wasser locken kann. Schaffe ich das so in den 8 Sekunden? Wenn ich jetzt einen hinschmeißt. Ja, er pickt da vorne drauf. Und mampft ihn sogar direkt weg, ey. Ah, er würde hinterher rennen. Das ist schon mal gut. Und es klappt. Das heißt, so könnte man ihn besiegen. Könnte man direkt am nächsten Tag machen, okay. Das heißt, Tag endet natürlich erstmal. Aha, geh weg. Aber so löscht er sich. Somit könnte man dann die blauen draufhauen direkt. Also erst ins Wasser locken und dann den Schatz aus ihm rausholen. Ja, somit ein weiterer wunderschöner Tag endet natürlich. Und die gierigen Gegner wollen natürlich wieder schauen, ob da noch irgendwo Pikmin sind. Gut, somit Tagesbericht und gleich noch für die nächste Mail.
Aber immerhin im Moment abstoßender Fortsatz einmal eingesagt. Du bist mir ein schöner Präsident. Ich bin gerade aus dem Urlaub zurück und du bist auf Schatzsuche. Komm bloß nicht ohne Schätze wieder zurück. Jetzt haben wir hier, glaube ich, die Frau ist das von ihm, ne? Er ist mit uns jetzt unterwegs und das ist, glaube ich, die Frau, ja. Ja, speichern natürlich auf jeden Fall. Wenn ich kurz schaue. Ja, für den Part haben wir noch ein bisschen Zeit. Das heißt, wir können direkt zurück. Nutzen die Zeit. In der Oberfläche sind drei weitere Schätze, okay. Ich denke mal, im nächsten Part könnte man schauen, dass man vielleicht auch schon mal einmal kurz ins nächste Gebiet reingeht. Ins Land der Verheißung. Da müsste Louis irgendwo sein dann, ne? Oder wir machen erst die Höhlen. Hier ist ja nur eine. Und oben natürlich auch nochmal zwei Höhlen. Bei der mythischen Quelle. Aber erst mal wieder zurück hier in das Gebiet. Also drei Schätze auf der Erde oben. Und eine weitere Höhle noch. In dem Gebiet. Müssen wir mal schauen, wie ich es mache. Entweder ich mache die beiden Gebiete erst fertig und dann zum Land der Verheißung oben. Ich hätte eigentlich Bock, erstmal die Gebiete zu 100% zu machen. Gut, hier erstmal wieder schauen. 11 blaue haben wir mal nur. Von gelben nur 2 gelbe. Okay, wir müssen unbedingt auch nebenbei die Pigment vermehren. Alle natürlich einmal mit schnell. Die weiße und lila, den lasse ich drin. Im Raumschiff. Somit Tag Nummer 19 inzwischen. Krass, wie lahm die hinterherkommen. Mit den schnellen Schuhen hier. Müssen eigentlich am besten alle Nektar futtern. Ich würde sagen, wir machen direkt den Gegner. Einmal ins Wasser locken und drauf da. So, heißt hier einmal kurz warten. Ich würde sagen, die kleinen Kaulquappen lieber erstmal weghauen, oder? Weil die nerven natürlich sonst auch gleich wieder rum. Krass. Direkt wieder ist nicht wahr. Hab blaue gerade verloren. Sechs blaue. Ist nicht wahr. Ne, 8 blaue haben wir im Moment. Okay. Okay, zumindest haben wir die. Ich würde sagen, ich versuch's, auch wenn ich jetzt nur 8 blaue habe. Na komm. Ich weiß noch nicht, ob er ganz rechts mit rüberkommen würde. Glaube er nicht, oder? Man könnte jetzt natürlich drauflaufen, ja super. Und dann muss man direkt wieder runterpfeifen. Er kommt auch nur bis dort und dann geht er wieder hoch. Na, okay. So, immer wieder hoch, runter, hoch, runter, okay. So mit drauf. Schnell wegholen und wieder drauf. Ja, das wäre die Taktik, okay. Bei ihm hier. Ja, klar. Und direkt 5 Stück auf einmal hat er gekriegt, ey. Ich würde sagen, das geht gar nicht. Mega hart. Dann müssen wir erstmal blaue haben eigentlich. Okay. Könnt ihr hier die Knöpfe erstmal mitnehmen?
Da müssen wir unbedingt die blauen erst eigentlich vermehren. Okay. Aber so könnte man ihn kriegen, okay. Das wäre schon ganz cool. Gut, dann schauen wir mal kurz mit ihm hier rum. Da hinten war ja auch noch ein Schatz. Oben diese eine Krone. Und hier rechts könnte man mit dem Weißen durch. Und da wäre, glaube ich, sogar die nächste Höhle, ne? Bei ihm müsste man eigentlich mit Blauen drauf. Klar, der schmeißt sie direkt ins Gift. Nein, ey. Gut, zumindest haben wir ihn. Dann können wir da eigentlich schauen, dass wir den roten einmal draufhauen. Einmal mitnehmen. Ich würde sonst gern hier oben mal die Krone. Und da ist er noch hier. Der eine Gegner. Auch wieder mit seiner Kugel, ey. Ja, mega gefährlich an der Stelle. Wie soll man das denn machen? Moment. Nimm mal die zwei gelben. Na komm. Hau die Kugel raus da, würde ich sagen. Und drauf da. Mega gefährlich, ey. Boah, das ist extrem gefährlich, auch da hochzukommen. Aber wenige Pikmin kriegt man hoch. Und dann kommt er mit seiner Kugel direkt wieder, ne? Direkt ein paar gestorben, Moment. Ah. Ich glaube, das wäre nicht einfach, den Schatz zu holen. Ah, alle drauf. Musste klappen. Ja, klappt. Okay. Ganz klein bisschen Energie hat er noch. Aber wir haben ihn. Somit können wir hier oben die wunderschöne Krone endlich runterholen. Wo sind 30 Pikmin sogar dran? Ja, die anderen rutschen hinten runter, aber wir haben sie, okay. Ich würde sagen, das passt. Ich meine, 32 sind dran. Zwei können eigentlich weg. Und dann können wir den Gegner, können wir dann auch noch wegschleppen oben. Also ihn hier. Können sie noch hochkommen? Oh. Okay, gerade so. Mega cool. Das passt mit der Krone. Hier war die schwere Höhle. Und hier ist glaube ich nichts in der Ecke. Nur. Gut, nur wie gesagt, der eine Gegner mit dem Feuer. Müssen wir schauen. Halben Tag haben wir noch, ne? Ja, hier könnte man mit dem Weißen noch die Mauer einhauen. Also einmal zurück. Oliver kann ich auch mit. Also ich hole auf jeden Fall die Weißen. Haben wir überhaupt noch Weiße? Wenn nicht, wäre ärgerlich. Müsste man die erst wieder vermehren in der Höhle. Rote haben wir ohne Ende. Blaue haben wir jetzt auch wieder ein paar mehr. Okay. Direkt mitnehmen. Immerhin 6 sehe ich gerade. Okay. Immer noch zu wenig. Weiße, okay, haben wir tatsächlich noch 16. Nehmen wir mit. Lila haben wir gar keine mehr im Moment, ne? Ärgerlich. Gar keine Lila mehr im Moment. Gut, somit alle einmal mit. Wir müssen schneller sein, der Tag endet bald schon wieder. Etwas über die Hälfte des Tages ist vorbei. Aber wir können auf jeden Fall schon mal die Wand einreißen. Ich glaube, dort wäre auch die Höhle dann. Also die letzte Höhle.
Boah, die brauche ich echt ewig. Muss hier hinterherkommen. Die Weißen können wir gleich erstmal auf die Wand. Okay, einmal aufteilen. Und so mal alle ran da. So, mit Olimar könnte ich schauen, die blauen einmal mitnehmen. 7 Stück, okay, immerhin. Könnte man da versuchen mit den 7 nochmal auf den Gegner drauf. Wenn wir es schaffen, wäre schon cool. Immer schnell mit hier. Und ihn immer wieder fleißig herlocken, ne? Ja, somit unser nächster Schatz, die Krone. Wert 120, okay. Unsagbares Wunderwerk haben wir hier. Ja, 120 ist aber ein bisschen wenig für die Krone, oder? Okay, er kann sich einmal abkühlen und dann drauf. Da hat sogar volle Energie wieder, oder? Ist nicht wahr, ey. Das wäre hart, den zu besiegen. Ah, jetzt brennt er schon wieder direkt, ist nicht wahr. Oder ich locke ihn noch ein bisschen mehr. Kann man ihn noch weiter weglocken? Ne? Er dreht sich ja ständig direkt wieder um dann, okay. Er kommt ganz kurz ins Wasser und dreht wieder um. Klar. Da müssen wir, glaube ich, wirklich sehr, sehr viel blaue haben, oder? Na komm, noch ein Stückchen weiter. Noch ein bisschen sehr viel weiter. Ist nicht wahr. Oder man schaut, dass man hier so die roten rüberwerft. Also hier auf die Plattform, dann zur nächsten. Das wäre natürlich auch möglich, ne? Die rote haben wir hier. Nehmen wir mal schnell mit. Die Wand wird nur eingerissen. Okay. Solange die Wand eingerissen wird, haben wir schon Zeit, hier erstmal zu schauen. Der Tag ist nämlich gleich schon wieder rum. Das ist ärgerlich. Zumindest haben wir die Krone noch gekriegt. Also hier müssen wir schauen. Ne, kann man gar nicht. Moment. Ey, die kriegt da, glaube ich, gar nicht rüber. Ich meine, okay, ich kann noch ein bisschen weiter ans Ufer, sehe ich gerade, okay. Naja, könnte man. So ein paar rüberhauen. Dann einmal mitnehmen. Ja, passt. Ich glaube, das kriegen wir hin. Nur der Tag. Ah. Nur der Tag ist gleich rum. Okay, passt. Gerade so rübergekriegt. Das ist sehr cool. Dann würde ich sagen, alle drauf da. Ja, wenn der Tag schon wieder leicht endet gleich. Okay. Aber Hälfte haben wir. Er ist auch hart, oder? Und futtert direkt die nächsten Pikmin weg, ey. Mega krasser Typ. Um 10 Sekunden. Müssten wir aber noch eventuell hinkriegen. 2 haben wir nur. Ist nicht wahr. Der hat gerade. Ne, einer. Nein. Tatsächlich alle noch gekriegt, ey. Wir haben ihn fast besiegt. Okay, müsste man dann demnächst schauen. Übrigens, ich muss schnell oben schauen. Ah, die Wand. Meine schönen weißen Pikmin. Also Wand ist eingerissen und wir haben sie gerade noch gekriegt, die weißen. Okay, gerettet. Okay, immerhin die Wand ist weg. Und bei ihm müssen wir auch schauen, dass wir da. Okay, rote haben wir ohne Ende. Könnte man also doch rüberschmeißen, dann so wie wir es ja gerade gemacht haben.
ihn killen und dann natürlich den Schatz von ihm kriegen. Okay, zumindest die Krone haben wir auch noch gekriegt, was sehr cool ist. Somit ein weiterer Tag beendet. Schade eigentlich. Wir können da gleich nochmal schnell hinrennen. Also zumindest den Schatz hätte ich noch gern. Wir haben mal ganz wenig Zeit, sich gerade für diesen Part noch, dass wir zumindest den holen, den Tag dann beenden. Immerhin das unsagbare Wunderwerk somit auch nochmal abkassiert. Okay. Ja, was waren 70 Pikmin weg? Louis, wir hören ja gar nichts mehr von dir. Alles in Ordnung? Du bist uns jederzeit willkommen. Ich kaufe auch ein paar Pick-Pick-Karotten, die du so gerne magst. Okay. Das ist, glaube ich, hier der Opa vom Louis, oder? Ja, speichern und dann haben wir somit Tag 20, glaube ich, ne? Ja, Tag 20 sogar schon. Immerhin über der Erde nur noch zwei Schätze. Wo ist denn der andere? Ja, schauen wir erstmal kurz nochmal schnell rein. Da haben wir noch ganz kurz Zeit für diesen Part. Müsste eigentlich die ganze Roten mitnehmen und hinten durch diesen Zaun auch mal schnell durchschauen. Das heißt, ich nehme jetzt nur die Roten mit komplett. Und schau mal schnell. Die natürlich erstmal noch zupfen. Und ja, haben wir eigentlich genügend, würde ich sagen. 44. Okay, dann schauen wir nochmal schnell hin. Und wie gesagt, beim Zaun würde ich gerne nochmal schauen. Gegner sind auch wieder neu da anscheinend. Zumindest ein paar wenige. Also hinter dem Zaun müsste ja die nächste Höhle sein. Und auch irgendwo dort der nächste Schatz. Okay. Hier natürlich auch alle Gegner wieder neu, kann nicht sein. Okay, zumindest er mit seinem Stein hier, der ist nicht da, das ist gut. Oh, sehr cool. Ich würde sagen, schauen wir mal. Ja, hier wäre dann tatsächlich die nächste Höhle. Da könnte man demnächst natürlich dann im nächsten Part hinschauen. In diese Höhle hier. Schauen wir mal, wie die Höhle heißt. Interessant. Meine Metalldetektoren schlagen stark aus. Ich kann nur annehmen, dass sich hier im Untergrund eine Art Maschine befinden muss. Okay. Allerdings erscheint mir dies höchst unlogisch zu sein. Aber hört sich schon mal mega cool an. Ich möchte mal nur kurz schauen. Das wäre mysteriöses Gebiet, heißt die Höhle, okay? Ne, erstmal möchte ich natürlich nicht rein, da schauen wir dann wahrscheinlich auf jeden Fall im nächsten Part demnächst rein. Und dann haben wir hier jetzt an der Oberfläche, wie gesagt, zwei Schätze, ne? Wo ist denn der andere Schatz? Also der eine steckt in meinem Gegner drin. Die Krone hinten haben wir. Und ein weiterer ist irgendwo noch versteckt. Okay. Müsste man später mal rumrennen hier. Hier zum Beispiel die Schatznadel ist hier. Moment, Pikmin mal kurz hinstellen. Da, irgendwo hier. Moment. Ah, wir kommen näher. Ach, hier, da oben. Ach, stimmt, den hatten wir das eine Mal gesehen. Da müssten wir, glaube ich, nur gelbe hochschmeißen, oder? Oder hier oben Pikmin hochschmeißen. Müsste klappen, ja. Moment. Das wäre dann der letzte, okay, mit dem einen Gegner. Ja, müssen wir gelbe haben. Das heißt, ein paar gelbe vermehren. Könnte man das demnächst auch machen dann. Und hier nerven die natürlich rum jetzt, ne? Klar. Okay, alle roten wieder her.
Und einmal rüber da. Ja, jetzt haben wir wenigstens genügend. Nur zum Wegschleppen, der Schatz würde ja liegen bleiben, oder? Zum Wegschleppen bräuchte man nämlich die blauen. Klar. Und dann kommt er hier und nervt natürlich. Ah, nein. Nervt natürlich auch noch rum. Und direkt wieder ein paar verloren, ey. Nicht wahr? So, dann einmal alle rüber. Na, er wollte gerade nicht weiterwerfen, okay. Gut. Wir sind jetzt drüben. Dann würde ich sagen, einmal drauf auf ihn. Wie gesagt, wir können ihn dann besiegen, dann schauen, dass wir blaue vermehren. Ja, easy. Wenn man genügend Pigment mit hat, wie man sieht, mega easy dann. Ah, und hier wäre der Schatz dann, okay. So eine, ja, so eine Taschenuhr, okay. Wir müssen noch schauen, dass wir dann blaue herholen. Na, die roten wieder rüber. Und ohne eine blaue vermehren. Okay, gerade noch so gerettet. Er kommt. Sogar sei, er kommt noch hinterher. Er kommt er tatsächlich. Auch nervig, die Kaulquappen. Vor allem, wenn man keine Laune hier gerade mit hat. Okay, die können das ja schon mal ein bisschen schleppen. Genau, dann müsste ich nur mit den blauen gleich. Schnell die blauen wählen und dann das reinschleppen lassen von den blauen, ne? Also in die Base, in die blaue Zwiebel. Ihn noch schnell mitnehmen. Wie viele blaue hatten wir? Ah, 7, okay. Das passt. Sollte gleich zum hier schleppen, zum reinschleppen eigentlich passen. Da auch noch mal einen hin. Na, jetzt hat er die rote gemacht. Super. Und gelbe müssen wir schauen, müssen wir auch demnächst vermehren, ne? Gut, hier im Moment, die dürfen nicht weiter schleppen. Ich möchte, dass es alles bei den blauen reingeht. So, die blauen einmal mit. Ja, wie gesagt, nur noch mit den blauen dann reinschleppen, so können wir die schneller vermehren hier. Und schleppen sie alles dorthin, okay. Ich würde sagen, pass. Etwas über einen halben Tag hätte man noch. Ich würde sagen, den Schatz holen wir auf jeden Fall noch weg. Also hinten. Nur gelbe haben wir auch. Irgendwie keine. Nur zwei, okay, das müssen wir im nächsten Part schauen mit dem einen Schatz oben. Hä, ich will das da rupfen. Okay, jetzt macht er. 13 blaue im Moment, immerhin. Ich denke mal 20 müssten es glaube ich sein für die Taschenuhr, dass man die da wegschleppen kann, oder? Vermute ich zumindest mal. Und da auch noch mal einen drauf. Ja, dann können wir eigentlich gleich da wieder hin. Direkt. Und noch schnell einen Schatz mitnehmen. Noch schnell pflücken. Und somit über 20 sogar.
Cool, 28, 29 sogar. Ich würde sagen, das passt. Müsste eigentlich reichen für die Taschenuhr. Nur wieder ganz hindurch. Nektar war hier nirgendwo noch. Also Moment. Ich wüsste jetzt nicht, dass hier irgendwo Nektar war. Krass weiter Weg eigentlich. Bis dahin. Und gefährlicher Gegner hier. Ich würde sagen, Kaulquappe könnte man ja erstmal bekämpfen. Nur so schnell wie möglich drauf. Ja, passt. Gut, schauen wir mal. Also bei der Taschenuhr müssen 30 dran, kann nicht sein. Gar nicht gut. Wir haben 29 hier, das ist gar nicht gut. Jetzt könnte ich höchstens hier das wegschleppen, 10 Stück. Schade, ein einziger Pikmin hat gefehlt. Ja, durchs Wasser kommen die anderen nicht durch. Super. Den Gegner könnte man noch schauen. Super. Das heißt, erst weiter vermehren muss auch nur 10 ran. Okay. Dann müsste man extra nochmal herrennen. Wenn wir die 30 haben. Hier noch das mit. Den hier. Okay, wer glaube ich an dem Tag nichts mehr, oder? Weil der 20. Tag sieht man oben schon. Läuft so langsam dem Ende entgegen. Da nochmal die mit dran. Jetzt wollen die nicht da hinten rum, oder? Ich wollte gerade sagen, ja. Und ich könnte eigentlich sogar alle mal hier oben stehen lassen. Fällt mir gerade ein. Und dann hier oben die blauen hochschmeißen. Mit ihm hier. Roden erstmal alle rein. Vielleicht kriegt ihr den Schatz ja doch noch. Wäre schon cool. Also hier vorne dann an der Stelle nur hochschmeißen. Wenn wir das noch schaffen, wäre schon cool. Aber wird, wie gesagt, sehr, sehr knapp. Das wäre sogar mega knapp, sehe ich gerade oben. Aber mega cool. Mit diesem Part haben wir auch den Boss in der Grenzlandhöhle. Hier natürlich so ein paar Schätze jetzt. Ein paar Gegner. Und dies und das gemacht. Im nächsten Part würde ich sagen, schauen wir dann morgen auf jeden Fall wahrscheinlich ja, die Höhle, die wir gerade eben gesehen haben. Diese neue. Wäre die letzte hier dann. Und gelbe müsste man dann noch vermehren. Oben diesen Einschatz holen. Da haben wir hier auch bald 100% im ersten Gebiet. Dann gibt es dann noch das dritte Gebiet, wo wir auch noch zwei Höhlen haben. Und das, was wir neu hinzubekommen haben. Das Land der Verheißung, oder wie das hieß. Ah, ich sehe gerade, das wäre knapp. Die schaffen das zwar noch hierher, aber den Schatz kriege ich wahrscheinlich nicht mehr an dem Tag. Okay. Wie man schon sieht oben. Zeit ist bald rum. Und die schleppen echt lahm. Aber somit haben wir ganz schön viele blaue auf jeden Fall gleich produziert hier. Okay, war nur alle mal hinten. Na, Tag ist gleich rum, super. War immerhin, wie gesagt. Somit noch zum Ende fleißige blaue Pikmin hier und ihn hier ring. Euer Gegner. Ich glaube, den müssen wir, glaube ich, sogar wieder platt machen, ne? Wenn wir das nächste Mal dahin gehen. Zumindest in der Höhle war das ja so. Wie wir gesehen haben im letzten Part, dass wir da nochmal rein mussten. Die Schätze wurden da leider wieder weggemacht, wo wir platt gemacht wurden von dem Boss. Hier in dem Part haben wir ihn geschafft. Okay, 9 Sekunden leider nur. Aber immerhin, wie gesagt,
56 blaue jetzt insgesamt. Von den gelben, wie gesagt, müssen wir dann auch schauen, dass man die noch vermehrt. Dann könnte man jetzt eigentlich direkt sogar zum Sonnenuntergang, ne? Dann holen wir den Schatz halt doch am nächsten Tag. Also demnächst. Müssen wir schauen. Wie gesagt, im nächsten Part werden wir dann wahrscheinlich auch in die letzte Höhle in diesem Gebiet gehen. Aber im nächsten Part dann auf jeden Fall. Schauen wir hier natürlich kurz noch den Sonnenuntergang, Tagesbericht. Und natürlich die wunderschöne Mail, die noch kommt. Na, er hier, ey. Unser Feuergegner wieder da. Die Viecher sind auch gierig, oder? Aber kein einziger Pikmin wurde zurückgelassen, was sehr gut ist. Ja, Tagesbericht. Leider null. Dieses Mal, aber fleißig Pikmin nebenbei natürlich auch mehr. Gut, immerhin wieder 108. Okay. Olimar, du hast so hart gearbeitet. Dein Bonus ist da. Ich habe den Kindern ein paar Geschenke gemacht. Sie waren so glücklich. Ich übrigens auch. Das ist die Frau von Olimar hier. Mega cool. Ja, somit endet natürlich auch der, ja, 20. Tag im Game. Wie gesagt, im nächsten Part gehen wir natürlich dann wieder rein. 2 Schätze an der Oberfläche und 16 gibt es dann in diesem mysteriösen Gebiet in der neuen Höhle. Da gehen wir auch wahrscheinlich, wie gesagt, im nächsten Part rein, aber nicht mal heute. Ja, morgen dann wahrscheinlich im nächsten Part, wie gesagt. Und natürlich auch ins, ja, dritte Gebiet, wenn wir jetzt nochmal kurz hochschauen. Da wäre, wenn ich mal kurz schaue. Ja, 2 Höhlen und an der Oberfläche auch nochmal 5 Schätze. Mega cool. Und natürlich das Land der Verheißung, da schauen wir dann auch irgendwann hin, wenn wir die, ich denke mal, wenn wir die Gebiete komplett haben, die anderen beiden. Das zweite haben wir fertig, komplett. Ja, dann würde ich sagen, war es das zumindest für heute auf meinem Kanal. Ich denke mal, morgen geht es wahrscheinlich dann weiter direkt mit dem nächsten Part. In diesem mysteriösen Gebiet, wie gesagt. Ich bin mega gespannt. Und es war auch wieder mega cool heute auf jeden Fall. Das heißt, ja, bis zum nächsten Mal. Das war wieder euer Nobeldecker86. Ciao.